Dann gehen wir nochmal in die Haier. Ja, Regenbiom. Wobei haben wir jetzt schon länger nicht mehr gehabt. Also von daher ist das in Ordnung. Schluck Kaffee, wie es halt immer ist. Ihr braucht mich gar nicht so anschauen. Oder auch nicht. Je nachdem halt. So. Und erstmal Fettkuchen fressen zum Frühstück. Das ist so oder so das Geilste. Habe ich den Sand noch mit? Ja. Ja. Habe ich. So. Versenkte Ziegel. Ah, ja. Da war ja was. Ich wollte ja, das ein bisschen größer machen, aber das mache ich später. Jetzt packe ich das erstmal wieder zurück. So, die Frage ist natürlich, wo mache ich den Eingang hin? Weil ich komme jetzt gerade nicht mehr in mein eigenes Haus rein. So. Ich mache das jetzt erstmal ganz rudimentär so. Und dann schauen wir mal weiter. So. Da unten war noch einer. Tja, wie kommt man da jetzt rüber? Das ist eine gute Frage. Schauen wir mal, wenn wir das mal ein bisschen, weil eventuell tausche ich das Holz doch nochmal aus. Das muss ich mir gleich mal, achso, das ist eh falsch, weil das gehört nicht darauf, sondern da kann ich ja dann nichts bauen. Aber so finde ich die Decke dann echt niedrig, ne? Man muss schon da oben ansetzen. Huch. Zack. So. Das ist halt jetzt auch ein bisschen die Frage, ne? Wie. Na. Bis hier geht's schon, dann kommt da die Wand. Wenn ich das natürlich so mache, dann ist das netter. Ich nehme das Holz weg. Ich mache da normale Fichte rein. Ich habe ja ganz geheim den Tipp bekommen, dass ich das so machen sollte. Ach, übrigens, die nächste Aufnahmesession, die ich mache, die ist dann mit einem Gast. Ich habe es endlich mal geschafft, mich zusammenzureden mit jemandem. Und bin mal gespannt, wie das funktioniert und wie wir hier dann überhaupt starten. Und der Person habe ich nämlich noch gar nicht aufgenommen. Da, ja,
bin ich gespannt, wie das wird. So, Teppich können wir dann nämlich immer noch verlegen. Huch. Ist, glaube ich, ja, das schaut viel besser aus. So. Na, Halleluja. Bin ich echt gespannt, wie die Butze hier wird. Da. Weil ich ja nicht so der, habe ich jetzt, glaube ich, schon tausendmal gesagt, der moderne Bauer bin, aber ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen. Und schauen wir mal. Auch alle anderen Gebäude, die dann hier kommen, werden ein bisschen nicht futuristischer, aber so in unserer Zeit angesiedelt sein. Weil normalerweise bin ich eher so der Mittelalter, Barock, Hanseatisch, also Backsteingotik-Stil-Typ und naja. Aber da ich die Welt später für ein paar Clips und Aufnahmen auch noch hernehmen möchte, bietet sich das dann natürlich an, das Ganze ein bisschen auf modern zu trimmen. Es wird auch ein paar ältere Gebäude geben. Das haben wir auch schon alles ein bisschen ausgesucht, aber das wird wohl noch bis Folge 50 Millionen dauern. Also von daher. So. Dann tauschen wir das auch noch aus. Weil dann sind wir tutti completo. Oh, da drüben fehlen auch noch die zwei Stück. Chisel in die Hand und... Achso, das waren die hier. So. Muss ja alles seine Richtigkeit haben. Ja, eigentlich wäre das jetzt so mein Livestream-Ding gewesen, aber ihr könnt ja trotzdem immer noch Kommentare da lassen für Ideen, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt die ganze Session über das Haus bauen. Oder vielleicht doch, ich weiß es halt nicht. Nee, ich brauche Stufen. Blöd. Ey. 50 mal draufgeklickt. Genau. Da brauchen wir mal normale. Na gut, wir werden eh mehr brauchen. Ach so. Ich baue das jetzt einfach mal so zu. Und dann brauchen wir wieder Stufen. Oder auch nicht. Weil die gehören ja eigentlich dahin. So. Wobei das mit dem Holz natürlich auch nicht so schön ist, ne? Andererseits... Na, dann nehme ich das da lieber raus, weil... So ist es vielleicht doch, vernünftiger. Kann man aus dem Beton Slabs machen? Ich glaube nämlich nicht. Nö. Das habe ich mir schon fast gedacht.
hier müssen wir so oder so hoch was anderes hinsetzen, weil... Genau, da kommt dann nämlich ein Zaun hin. Und zwar brauche ich was Helles. Fence. Birch Upgraded Fence. Ja, Aluminium. Wobei das sicher, Stil ist auch nicht schlecht. Ja, so werden wir es machen. Mhm. Das werde ich mir gleich mal anschauen. Wailing. Ist auch keine schlechte Idee. Deco-Craft. Dann schauen wir mal nach, was wir da machen können. So. Erstmal pennen. Beziehungsweise, ach, das können wir gleich hier oben auch machen. Railing. Nicht genug Ressourcen. Wir brauchen was kostet denn ein so ein Ding? Lehm. Ah, wir haben kein Lehm. Lehm und Grün. Okay. Das dürften wir hinkriegen. Grüne Farbe. Ah, wie war denn das mit dem Kaktus? Grün hatte ich irgendwelche Sachen hatte ich schon, die grün waren. Mhm. Naja. Ist halt die Frage, in welche Truhe ich das gelegt habe. Oh nee, nicht das. Es kann natürlich auch sein, dass ich genau das verloren habe. Ne? Zuzutrauen ist es mir. So. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwo Green Dye machen können. Organic Green Dye. Schleimball und... Aha. Kaktusgrün. Nö, da werden wir nicht drum rumkommen. Kaktusgrün. Tja. Also nicht so gut. Tja. Halt, da habe ich noch nicht geguckt. Ist auch nicht so gut. Ja, okay. Dann lasse ich den Plan jetzt erstmal, so wie er ist. Wobei ich gern die Birch-Dinger ausprobieren würde. Wie das ausschaut. Der Upgraded Fence. Birch Gate. Ah, Birkenzaun. Ja, das... So viel Holz werden wir nicht haben, glaube ich. Von der Birke. Wir haben gar kein Birkenholz. Das ist doch schon mal... Ist doch schon mal was, oder? Gut, dann lassen wir das erstmal so, wie es ist. Weil wir können es eh nicht ändern. Dann machen wir mal ganz normal weiter im Programm. Ja,
das werden wir hier mitmachen. Achso, das ist ja gar nicht der Eingang. So. Weil hier werden wir ganz normal die Terrasse draufbauen. So. Ja, wo der Ausgang ist, das weiß ich dann noch nicht, aber... ja. Ja, mit dem Grau, das ist natürlich, Hätten wir dann wenigstens noch graue Farbe irgendwo? Wahrscheinlich auch nicht. Eigentlich brauche ich gar nicht nachgucken, weil... wir werden wohl keine graue Farbe haben. So. Dann hätten wir das auch. Da ist die Tür. So. Ist die Frage, mache ich das an die Ecke oder nicht? Weil jetzt sind noch zwei frei. Ja? Ich glaube, den werden wir versetzen. Achso, den hätte ich eh lassen können. So. Zack. Ja, natürlich, ich muss dann natürlich das hier ändern. So. Ist, glaube ich, besser, wenn wir es hier machen. So. Jetzt muss ich natürlich wieder ein Chiseln. So. In den hier. So. Ja, das schaut doch schon mal nach was aus, würde ich sagen. Also natürlich muss ich das hier auch wegmachen. Oh, das ist jetzt konstruktionstechnisch ein bisschen bescheiden. Wie ist denn das da unten? Da sieht man den grauen ein raus. Okay. Cool, jetzt komme ich nicht mehr nach oben. Das heißt, da müsste auch grau sein. Das als Terrasse wird mega geil. Sehe ich jetzt schon. So. Die Frage ist eine Tür. Was haben wir da? Wir haben eine geile Akazienholztür. Wird nur problematisch, an Akazienholz ranzukommen. Die anderen sind alle relativ
Walnussholz. Wie schaut ein Lärche aus? Kirschholz. Schauen wir mal. Lärchen.